1991 kam mein Cousin auf mich zu, der wollte gerne eine Windkraftanlage in Nordfriesland bauen, kriegte dort keine Baugenehmigung und fragte, ob es nicht denkbar wäre, hier bei uns in Dollerup, im nordöstlichen Schleswig-Holstein, eine Windkraftanlage zu bauen. Das war damals denn schon so, dass es ein bisschen Idealismus war, das anzuschieben. Die ersten 10 Jahre konnten wir unseren Kapitaldienst leisten, konnten die Pachten für die Standorte bezahlen, wir konnten auch ein klein bisschen Geld auf dem Konto der Gesellschaft anhäufen, sodass wir dann 2007 genügend Eigenkapital zusammen hatten, um eine neue, größere Windkraftanlage zu bauen. Seitdem verdienen wir dann auch mit dieser neuen Windkraftanlage in dieser Gesellschaft Geld. Bis dahin war es dann mehr so Idealismus, wir konnten unsere Steuern bezahlen, aber es war auch nicht so, dass man da viel Geld hatte. Mein Name ist Thomas Jensen, bin Geschäftsführer vom Dollerupper Bürgerwindpark und Geschäftsführer von weiteren Bürgerwindparks in der Nachbargemeinde Sörup. Wenn ich auf einer Windmühle oben drauf sitze und so über unseren Windpark schaue, dann finde ich das einmal klasse, dass wir ein Teil dieser erneuerbaren Energiewende sein können. Mein Vater da diese Pioniersarbeit geleistet hat, das macht mich sehr stolz und das ist sicherlich auch ein Aspekt, warum ich jetzt heute hier sitze, dass es ja auch schade wäre, wenn das in unserer Familie verloren gehen würde, dass wenn einer sowas in Gang schiebt für das Dorf, für unsere Region, dann macht es mir natürlich umso mehr Spaß, wenn ich das vielleicht irgendwann mal weitertragen kann. Mein Name ist Hanke Jensen, ich bin hier im Dollerupper Bürgerwindpark, neben meinem Vater der zweite Geschäftsführer, wohne auch in Dollerup auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, den ich zusammen mit meiner Familie bewirtschafte. Auch wenn man manchmal am Pranger steht, weil einige Leute mögen es einfach nicht leiden, diese Windkraftanlagen, glaube ich, dass wir was Gutes tun und wir können den Strom inzwischen viel günstiger produzieren als neue Kohlekraftwerke oder neue Atomkraftwerke. Und von daher ist das der einzig vernünftige Weg, sowohl aus wirtschaftlicher Sicht als auch aus klimatechnischer Sicht. Ich würde mir wünschen, dass meine Kinder und meine Enkel dann vielleicht später auch nochmal mit solchen Technologien auch weiterhin Geld verdienen können. Und ich würde denen auch wünschen, dass die keine massiv zunehmenden Probleme mit dem Klimawandel haben, sondern dass die ähnlich gut aufwachsen wie wir.